Den eigenen Film auf der großen Leinwand sehen, das bleibt für einige nur ein Traum. Der Einstieg ins Filmgeschäft ist weiterhin mit unzähligen Hürden verbunden. Die Initiative Cinema Next möchte genau das ändern und eine Plattform für den Nachwuchs sein. Was uns besonders wichtig ist, wir bringen die Werke von jungen Filmschaffenden aus Österreich ins Kino. Das können Kurzfilme sein, Langfilme sein oder eben wie heute Musikvideos. Das mit den Musikvideos ist ein recht junges Format und gibt es seit 2019. Für die Veranstaltung Bravo hat man mit Das Kino in Salzburg den geeigneten Austragungsort gefunden. Aus insgesamt 200 Einsendungen wurden 14 Videos ausgewählt. Herausgekommen ist ein Mix aus den verschiedensten Musikstilen und ausdrucksstarken Bildern. Und dann fliegt sie hoch. Das Musikvideo, das bezieht sich jetzt also ästhetisch auch irgendwie so ein bisschen auf die 80er Jahre und hat so ein bisschen den älteren Vintage-Stil, weil es halt eben auch zum Thema passt. Und grundsätzlich bin ich jemand, der, glaube ich, sehr viel mit historischen Materialien arbeitet, so Richtung Fantasy. Und deswegen, das interessiert mich schon sehr, irgendwie aktuelle Themen in so ein bisschen so eine Fassade, in so ein Kostüm zu hüllen. Die bekannte Frage nach sich selbst, Themen wie Angst, Missbrauch und Mobbing, all das wird in den Werken behandelt. Ein Abend, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt und zu gefallen scheint. Super bunte Mischung, also war echt gutes Programm. Sehr spannend war es, also wirklich divers und schön, so viel Salzburg-Power zu sehen. Sehr gut, also viele neue Musikvideos gesehen, hoffentlich auch Kontakte knüpfen später noch. Super wichtig, dass man junge Filmemacherinnen so eine Chance gibt, auch die Musikvideos und Kurzfilme auf der großen Leinwand zu sehen. Man sieht Künstlerinnen und Künstler, die etwas zu sagen haben. Auch wenn es noch nicht um den großen Blockbuster geht, so rückt der Lebenstraum für einige etwas näher. Also für uns ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir den Rahmen schaffen, wo die Filmemacherinnen überhaupt was zeigen können im Kino, wo sie sich vernetzen können, also einander kennenlernen und auch was gemeinsam vielleicht machen. Mein Lebensziel ist, dass ich einen Film mache. Im besten Fall gefällt es immer mir, na klar, da bin ich so egoistisch. Aber im besten Fall gibt es jemanden, der den Film schaut und sagt, boah cool, das schaue ich gerne oder das hat mir jetzt, keine Ahnung, 90 Minuten gegeben, wo ich mich echt in irgendwas reingesteigert habe. Oder jemand, der sagt, ma, das finde ich cool und das gefällt mir. Oder das ist für jemanden, ich finde, Film hat immer so eine kleine Message und das ist für jeden was anderes. Kino ist nicht nur der Ort der großen Gefühle und fantastischen Momente, es kann auch die Plattform für junge Talente sein.